Liebe Freunde der gepflegten Corona-Statistik, wie ich gestern festgestellt habe, führe ich diese Statistik nun über einen Zeitraum von sage und schreibe 200 Tagen. Die Tabelle fing an am 7. März mit Zeile Nummer 6, sieht man hier gerade nicht, und am 23. September, also gestern, hat die Tabelle die Zeile 206 erreicht. Die Differenz ist 200. Was ziehe ich statistisch gesehen für eine Bilanz? Bis zum heutigen Tag haben sich insgesamt 792 Menschen, jetzt hätte ich es fast auch gesagt, mit Corona infiziert. Nee, wurden positiv getestet mit einem sogenannten PCR-Test, der nicht das Virus und schon gar keine Infektion und schon gar keine Krankheit nachweist, sondern nur die Bruchstücke des Virus. Weiter will ich es nicht führen. So, aufsummiert bis zum heutigen Tag. Ich habe hier unten eine kleine Übersicht gemacht, die habe ich schon vor ein paar Wochen zusammengestellt und habe also das heutige Datum eingetragen, aktualisiert sich jeden Tag. Und hier steht also, dass am heutigen Tag, und zwar rein rechnerisch, noch 53 Menschen Corona-positiv sind. Dem entgegenstehend müssen 99,9906% aller Dresdner, die gar nicht positiv getestet sind, einen Mundschutz im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften tragen. Und bei diversen anderen Möglichkeiten womöglich auch noch. Am heutigen Tag kann man sagen, dass seit 122 Tagen von 200, über die diese Statistik geht, kein Dresdner mehr an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus verstorben ist. Am 24.09. sind statistisch seit 7. März, wo diese Statistik beginnt, 3015 Menschen in Dresden an was auch immer gestorben. Und sage und schreibe 10 davon an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus. Am 24.09. sind seit 93 Tagen 6 Dresdner mit positiven Test auf das SARS-CoV-2-Virus ins Krankenhaus eingewiesen worden. Die meisten davon, und das konnte ich nur den Dresdner neuesten Nachrichten der Lokalpresse entnehmen, wurden einen Tag oder zwei Tage später wieder entlassen. An Dramatik hat sich nichts ereignet. Bis zum 24.09. wurden insgesamt 0,1412% aller Dresdner positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Da können auch Mehrfachtestungen drin sein, also die Zahl ist teilweise oder eigentlich noch geringer. 0,1412% aller Dresdner haben einen positiven Corona-Test irgendwann einmal gehabt. Ich habe im Laufe der Zeit die Statistik immer mal wieder erweitert. Grün sind die Testzahlen für Dresden. Die gibt es nicht tatsächlich von der Landeshauptstadt, sondern die sind von mir hochgerechnet, und zwar aufgrund der positiven Tests des Situationsberichtes des Robert-Koch-Instituts von der Kalenderwoche 37 bzw. inzwischen 38. Das korrigiere ich gleich. Da kam nach meinen Berechnungen raus, 28.700 Tests wurden in Dresden gemacht, für Dresdner gemacht, an Dresdnern gemacht. Und wenn man das mal 10 nimmt, kommt 270 ungefähr raus, 270, vielleicht auch 280, nee, das nicht. Und dann nochmal 2, das sind 5% aller Dresdner, wurden bisher getestet, 5%, fehlen also noch 95%. Das dazu, 200 Tage Corona-Statistik in Dresden, die roten Felder sind in die Zukunft extrapoliert, und zwar unter der Annahme, hier oben sieht man die Formel, den Tag vorher, und dazu addiere ich das Mittel von den Zellen 204, 5, 6 und 7, also die letzten 4 Tage.
Und das führt dazu, dass hier, ups, 5 Fälle für die nächsten Tage angenommen werden. Und zwar Mittelwert von dem 13 und 6 sind 19, durch 4 ist 5, nicht ganz. So. Ja, das soll es zu dieser Tabelle gewesen sein. Hier gibt es ein schönes Diagramm, das besteht aus den neuen positiven, den neuen Einweisungen und den aktuell positiv getesteten. Ihr seht, neu positiv hat am Höhepunkt 49 am Tag gehabt. Im Moment liegt der letzte Höhepunkt so bei 9, 9 und hier eben. Ups, gestern war gar nichts. Diagramm bearbeiten. Na? Hier fehlt noch eine Zelle. Zack, 7. Letzter Wert. Aktuell positiv getestete 53 und neue Einweisung oder neue positiv getestete 7. Das soll es bei diesem Diagramm gewesen sein. Noch letzter Punkt. Höhepunkt war also am 2. April, rund eine Woche nach dem verhängten Lockdown. Und ja, was soll ich sagen? Der Lockdown hat nichts gebracht, meiner Interpretation nach. Nächstes Tabellenblatt, hier unten sind wir. Testzahlen, RKI, Kalenderwoche 38. Ich trage hier jede Kalenderwoche die Daten nach. Gelb sind in diesem Fall die jeweiligen Höchstwerte. Der Höchstwert war in der vorletzten Woche schon mit 1.120.835 Tests. Tatsächlich hat sich in der Kalenderwoche 38 die Zahl der positiv Getesteten tatsächlich erhöht von 0,86 auf 1,19%. Ich würde sagen, das hat nichts weiter zu bedeuten. Hier ist die positiven Rate über die Zeit. Höhepunkt war hier am in der Kalenderwoche 14 mit 9,03% Testpositiven. Und hier sind wir aber aktuell 1,19. Also, ich würde sagen, kleiner Hubbel, aber von der zweiten Welle nichts zu sehen. So, oben drüber habe ich noch ein Diagramm und da sind die Tests insgesamt und die davon positive eingetragen. Wie ihr sehen könnt, gab es hier mal eine kleine Delle. Ansonsten küsst die Testzahl oder die Zahl der Testpositiven regelmäßig die Nulllinie und die Tests wurden über die Zeit entgegen der Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Tests so weit erhöht, dass man damit rechnen muss, dass einfach statistisch gesehen, weil dieser Test auch eine Fehlerquote hat, relativ viele Falschpositive dabei sind. Wer weiß es? Hier habe ich eine Übersicht und habe die Wochen miteinander verglichen. Hier oben 5. August, 12., 19. und so weiter. Hier ist mir was aufgefallen. Ups, hier fehlt was. Hier rechts. Hallo. Da ist es. So. Wir sind also hier am 23. Gestern wurden die neuen Zahlen gemeldet. Die Testzahlen sind im Vergleich zur Vorwoche leicht zurückgegangen. Allerdings gibt es wesentlich mehr Positivergebnisse in absoluten Zahlen und der Prozentwert ist leicht nach oben gegangen. Was mir aufgefallen ist, in den letzten 3 Wochen gab es keine Nachmeldungen, weder dass überhaupt noch Tests nachgemeldet wurden, noch dass positive Tests nachgemeldet wurden. Das ist eher ungewöhnlich. Ich führe die Statistik irgendwie seit Kalenderwoche 23 oder 24. Und jede Woche wurden hier noch Tests nachgemeldet, beziehungsweise Testpositive nachgemeldet. Und was hier auch sehr schön zu sehen ist, die Nachmeldungen weichen in der Zahl der Testpositiven in Prozent durchaus mal von dem Wert in der Woche ab. Und es waren mal 61.819 Nachmeldungen, mal 68.239. Und dann ging die ganze Sache auf einmal gegen Null. Das heißt, es gibt angeblich oder offenbar keine Nachmeldung mehr. Ich finde, das ist interessant und das sieht man eben nicht, wenn man sich nur die aktuelle Woche anguckt
und keinen Vergleich zur Vorwoche hat. Ich glaube, da wird hier mit der Statistik Schindluder getrieben, dass auf einmal null Nachmeldungen kommen. Mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass das einen konkreten Grund hätte. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich habe noch was vergessen. Ich habe mal ausgerechnet, was diese Tests roundabout kosten. Und zwar habe ich die Info, dass bis 30. Juni die Krankenkassen oder die Testlabors 59 Euro bei den Krankenkassen abrechnen konnten und ab 1. Juli nur noch 39,40 Euro. Das habe ich hier in meinen Rechnungen berücksichtigt. Und inzwischen kosten die Tests, also, und zwar, da ist die Probennahme noch nicht mit dabei, also der Arbeitsaufwand für die Probennahme und auch nicht der Arbeitsaufwand für das Eintippen in den Computer und die Meldung ans RKI, roundabout 40 Millionen Euro. Und das hat seit Beginn der PCR-Tests sich aufsummiert auf einen Betrag von, haltet euch fest, 731,8 Millionen Euro. Wir sind also bei einer fast einer Dreiviertel Milliarde Euro, die die PCR-Tests in der Abrechnung mit den Krankenkassen bisher gekostet haben, den Steuerzahler bzw. den Krankenkassenversicherten. Herzlichen Dank, lieber Jens Spahn. So, was habe ich hier noch? Rechts habe ich noch ein paar Tabellen. Hier sind die alten Testzahlen. Und dann haben wir hier noch die Risikogebiete. Auch die wurden gestern aktualisiert. Ich gehe ans Ende. 23. September. Gelb markiert sind die Regionen innerhalb von Ländern. Ihr seht, in einigen Ländern sind viele Regionen als Risikogebiet eingestuft. Inzwischen wird auch aufgeführt, wer nicht mehr zum Risikogebiet gehört. Für mich interessant ist die Zahl 135. 135 von 196 Staaten der Welt, laut UNO. Das sind zwei Drittel. Hat die Bundesregierung ganz oder teilweise zum Risikogebiet erklärt. Und die Konsequenz ist, dass wenn man aus so einem Risikogebiet wiederkommt, man am Flughafen bisher verpflichtend Tests machen musste. Soviel ich weiß, werden diese Testcenter Ende September von den Flughäfen wieder abgebaut. Wie dann verfahren wird, weiß ich noch gar nicht. Und im Zweifelsfall muss man sich, wenn man aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückbegibt, in Quarantäne begeben, bis man einen negativen PCR-Test vorweisen kann. Das führt also dazu, dass man, wenn man in die Welt reist, in zwei Drittel der Ländern der Welt, muss man danach einen negativen PCR-Test vorweisen. Das heißt, man ist gezwungen, einen solchen PCR-Test zu machen und es reicht nicht, sich freiwillig 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Herzlichen Glückwunsch. Danke, lieber Jens Spahn. Hast du toll gemacht mit diesen Reisebeschränkungen. Wahnsinn. Aber wer nicht reist, den betrifft's ja nicht. Und wer gern Mundschutz trägt, der hat auch kein Problem. Kein Problem. So, was haben wir hier noch? Fallzahlen habe ich auch mal aktualisiert. Ist nicht ganz rund, aber weitestgehend rund. Was habe ich hier eingetragen? Ich habe hier aus Wikipedia, hier ist die Quelle, übertragen, wie viele Fälle gibt es weltweit und in einzelnen Ländern. Ich muss mich also darauf verlassen, dass diese Wikipedia-Statistik einigermaßen verlässlich ist. Dann ist noch angegeben die Toten an oder mit dem Coronavirus. Der Prozentanteil an den Tests. Hier habe ich noch die Bevölkerung der Welt bzw. der einzelnen Staaten nachgetragen. Und wie viele Fälle positiv an Corona angemessen an der Bevölkerung. Ihr seht hier die Welt. Stand 23.09. 31,5 Millionen positive Testergebnisse aufsummiert. Davon sind 971.679 an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus verstorben. Das entspricht einem Prozentsatz von 3,07 der Toten an der Zahl der positiv Getesteten. Auf die Weltbevölkerung bezogen ist es ein Anteil von 0,41% der Fälle, das an dem 0,41%. Deutschland 275.000,
Die Zahl ist ja nicht ganz aktuell, aber nah dran. 9.481 Tote, das entspricht einer Quote von 3,44% Tote an positiv Getesteten. Deutschland hat einen schlechteren Wert als die gesamte Welt. Sollte man mal drüber nachdenken, woran es liegen könnte. Eine meiner möglichen Erklärungen ist, dass die Bevölkerung in Deutschland überdurchschnittlich alt ist, während sie zum Beispiel in Afrika und in anderen Teilen der Welt ist der Altersdurchschnitt der Bevölkerung wesentlich geringer. Das heißt, die meisten Menschen in den afrikanischen Ländern sind, was ich, bis 30 Jahre alt. Die weit überwiegende Mehrheit, es gibt wenige Alte und deswegen in Afrika werden also wenige Menschen sterben an dem SARS-CoV-2-Virus. So, man kann sich das hier noch genauer angucken. Ich gucke mir gerade mal die Werte für die Vereinigten Staaten an. Die Vereinigten Staaten haben also weniger Tote an den positiv Getesteten und haben 2,12% der Bevölkerung ist positiv getestet worden. Und bei Deutschland wurden nur 0,33% der Bevölkerung positiv getestet. Und wir haben eben eine höhere Prozentzahl Verstorbener an den positiv Getesteten als die USA. Wo haben wir noch? Brasilien verhält sich ähnlich, auch bessere Werte als Deutschland, hat ungefähr genauso viel getestet wie Deutschland, positiv getestet. Ich verzettel mich gerade, ihr könnt euch das alle selber angucken. Hier ist noch Großbritannien mit einer Sterberate an den Getesteten von rund 10% und Mexiko auch. Die haben etwas mehr getestet als die Deutschen und auch die Briten haben etwas mehr getestet als die Deutschen. So, das soll es gewesen sein. 200 Tage Corona-Statistik in Dresden sind inzwischen rum. Ich kann keine Dramatik mehr erkennen und wir werden weiter gegängelt von unserer geliebten Regierung. Wann wacht ihr auf? Wann steht ihr auf? Wann macht ihr was? Wann werdet ihr Revoluzer? Machet's gut, liebe Leid.